wieder unterwegs auf einer längeren Strecke. Ich fahre jetzt heute von Kassel nach Mannheim. Dort wird am Volvo gebastelt. Mal gucken, vielleicht filme ich dort ein bisschen. Ja, 280 Kilometer, das heißt, da muss ich halt einmal zwischenladen kurz. Ja, und dann werden wir das Fahrzeug wechseln. Und mit einem Seres 3 weiterfahren, und zwar an die französische Atlantikküste. Ja, und da werde ich mal meinem Vater das Elektroautofahren näher bringen oder beibringen. Jetzt geht es erstmal ein Stück auf die Landstraße. Weil ich meide jetzt immer so ein bisschen die A7, da ist immer relativ viel los, es gibt diese ganzen Hügel hoch und runter. Und deswegen fahre ich außenrum die A49. Da gibt es auf jeden Fall weniger Hügel, weniger Verkehr, aber es geht natürlich etwas langsamer voran. Verbrauch hat sich jetzt schon eher gediegen unterwegs, so mit 110. Verbrauch hat sich jetzt bei 17 Kilowattstunden eingependelt. Und wir gucken mal, wie es aussieht beim ersten Ladestopp. Okay, das sollte jetzt eigentlich der erste Ladestopp werden. Wetterau West. Aber die Ladestation ist halt defekt. In der NBW-App steht es nicht als defekt, aber sie ist es. Ja, nächstes 10 Kilometer. Fahren wir halt dahin. Zuerst Ausgang wählen. Start. Start. Vielleicht Karte. Oh, ja. Also auch nach 2 Jahren ist es immer noch spannend. Ja, das stimmt schon mal. Gut, wir laden mit 42 kW. Gut, jetzt habe ich noch 100 Kilometer zu fahren bis Mannheim, und das heißt irgendwie theoretisch reichen dafür 50%, aber so knapp mache ich es natürlich nicht. Also werde ich mal bis 70% laden, dann geht's weiter. Ich habe hier auch was zu essen eingepackt, so einen großen Hunger habe ich zwar nicht, aber ja, bevor es schlecht wird, esse ich mal was. So, theoretisch wären wir jetzt schon bereit zum Weiterfahren. 60% reichen auf jeden Fall für 100 Kilometer, aber ich packe mal lieber noch 10% obendrauf. Man weiß ja nie, irgendwelche Umleitungen oder was auch immer. Genau, das heißt, letzten Endes werden wir wahrscheinlich 25 Minuten hier stehen. Ja, dann habe ich schon gestaunt, wie leise diese Säule ist. Das liegt einfach daran, dass die eigentliche Leistungselektronik gar nicht in der Säule ist. Die ist hier. Da rechts scheinbar bin ich dran. Ich bin auch überrascht. Ich dachte jetzt mittlerweile wären die Ladesäulen belegt her, aber ich bin jetzt seit den 20 Minuten, die ich hier bin, der Einzige. Naja, auch gut. Probefahrt Volvo. Wir sind gespannt nach 2 Jahren Bauzeit. Sollte ich hier so dahinter stehen? Okay, Bremslichter gehen. Bremspumpe geht. Servopumpe geht.
rückwärts Fahrscheinwerfer gehen. Okay, das Fahrzeug bewegt sich. Ich steig mal mit ein, ne? Ja. Dritter Gang, ne? Ja. Fahren wir mal los. Keine Ahnung, welche Leistung jetzt eingestellt ist, aber... Also Bremsen scheinen zu gehen. Bremsen tut's. Die Akkupumpe ist auch kaum hörbar, bei mir ist es viel lauter. Ja, fährt, fährt. Bremsen, ein bisschen eingerostet. Ja, ist ja normal. Ich schnalle mich mal an in dem Renngefährt hier. Power hat er noch nicht. Ich drücke jetzt eigentlich das Gaspedal ganz durch. Ach so, ja, dann müssen wir noch dran justieren. Wir haben noch ein bisschen abenteuerliche Geräusche manchmal. Ne? So, aber ich sehe jetzt ja natürlich auch nichts. ABS leuchtet, okay. Aha. Ziel erreicht, Neunkirchen. Oh, ein bisschen PV-Überschuss laden. Brummt. Brummen ist gut. Moin, jetzt geht's los im Ceres. Ja, 52 Kilowattstunden Lithium-Eisenphosphat-Akku. Allwetterreifen, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Erste Ladestation ist Metz, viel zu früh, aber wir wollen sicher gehen, dass das ganze Laden auch klappt. Das war nämlich hier nicht immer der Fall. Also zweiter Ladestopp nach 5 Stunden. Kulanz ist durchwachsen. Wir waren jetzt in Metz. Da musste man schon mal im spitzen Winkel einparken und dann war die Station defekt. Moment. Und ja, dann ging ich in Metz. Ne? Und jetzt sind wir hier in Verdun und die erste Ladestation hat nicht funktioniert, aber vielleicht liegt es auch an unserer Unwissenheit noch. Wir werden es herausfinden. Und nach ungefähr 10 Versuchen hat diese Ladestation jetzt geladen und das Auto lädt sehr schnell bis zu 100%. Also das muss man dem Fahrzeug lassen. Jetzt geht es weiter, hoffentlich ohne weitere Ladestopps. So, Ladeversuch Nummer 3.
DB Control Kommunikation scheinbar. Nicht möglich. Okay. Erfolgreicher Ladeversuch hier an einem EV Box Charger. Es ist uns schon mal gelungen hier. Der allererste war auch ein EV Box Charger. So, gucken wir mal rein hier. Das könnte auch unser letzter Ladestopp sein, weil jetzt sind es nur noch 200 Kilometer. Gehen wir hier ein bisschen einkaufen, laden voll auf und dann können wir an unser Ziel fahren. 42 kW, ja, der kann nur 48, also mehr kommt halt nicht. So, jetzt sind wir angekommen, 8 Uhr. Ich glaube, das waren jetzt, weiß nicht, 10 oder 11 Stunden Reisezeit. Ziemlich lange. Ja, und der Tag ging gar nicht weiter wie gestern. Es ist einfach, das Auto ist nicht kompatibel mit den meisten Ladestationen, obwohl es ja alles CCS ist. Ich habe das Protokoll noch nie gemocht und hier hat man jetzt mal die Fehleranfälligkeit gesehen bei schlecht getesteten Autos, würde ich mal behaupten. Ja, aber wir sind hier. Also, Zwischenfazit zu unserer Reise mit dem Seres 3. Kommen wir erstmal zum Fahren. Also das Auto fährt schon in Ordnung, alles wunderbar, relativ ruhig. Da ist kein Grund zur Beschwerde, es ist bequem. Also die 600 Kilometer an einem Tag zu fahren, da tut kein Rücken weh, alles in Ordnung. Allerdings merkt man, dass das Auto insgesamt nicht so ganz ausgereift ist, also zum Beispiel beim Thema Rekuperation. Da scheint es nur eine Stufe zu geben. Also normalerweise ist ja, sagen wir, die letzten 20% vom Strompedal reserviert für die Rekuperation. Und je weiter man vom Pedal runtergeht, desto stärker rekuperiert er. Beim Seres scheint es da nur eine Stufe zu geben. Das heißt, ab einem gewissen Punkt, den man runterkommt, geht die Rekuperation einfach an. Mit der gewählten Stärke. Also, ja, ein sehr ungeschmeidiges Verhalten, was dann zu einer ziemlich ruckeligen Fahrerei führt, vor allem im Eco-Modus, wo die Reko am stärksten ist. Ähnliches Verhalten ist auch beim Tempomat zu sehen. Wenn der so um den Nullpunkt pendelt, also wenn es halt bergunter geht und er versucht mit Rekuperation die Geschwindigkeit zu halten, auch dann ruckelt das ganze Auto so ein bisschen. Also das könnte wirklich noch geschmeidiger sein. Das ist auch ja bei meiner Open-Source-Software sogar viel besser und viel angenehmer. Der größte Knackpunkt ist natürlich wirklich die Laderei. Also das französische Ladenetzwerk scheint mir wirklich in Ordnung zu sein. Am Anfang hatten wir es in Verdacht, es wäre schlecht gewartet, aber es liegt tatsächlich am Auto. Unterm Strich kann man sagen, 2/3 aller Ladesäulen haben für uns nicht funktioniert, obwohl sie nachweislich in Ordnung waren, weil eben vor uns Leute da geladen haben. Und ja, ich auch gesehen habe, dass da eine hohe Leistung drüber läuft. Also die Ladesäulen waren in Ordnung, aber der Seres hat nicht geladen. Ja, das ist teilweise schon dem Hersteller anzulasten, dass hier nicht genügend getestet wurde. Aber man muss eben auch sagen, das CCS-Protokoll lädt geradezu zu solchen Fehlern ein. Also es wird zum Beispiel für die Datenübertragung die Powerline Communication benutzt, also das Übertragen von Daten ja über ein ungeschirmtes, unverdrilltes Kabel. Und das ist auch so das unzuverlässigste Protokoll, was es am Markt gibt. Also man kennt ja diese Steckdosen, die man hier und da im Haus einsteckt und die dann irgendwie Daten übertragen sollen. Und auch das ist schon nicht wirklich zuverlässig. Ausgerechnet dieses Protokoll hat man jetzt genommen für die Ladesteuerung. Kann ich nicht verstehen. Also manchmal habe ich den Eindruck, hier soll es Neuansteiger vielleicht auch besonders schwer gemacht werden. Also das war ein bisschen schade. Also die Reise wäre wirklich geschmeidig abgelaufen, wenn einfach der Seres an allen Ladesäulen laden würden. Tat er aber nicht. Das heißt, wir mussten immer 1 bis 2 Ladesäulen erst anfahren, bis wir laden konnten. Für die Rückfahrt wissen wir jetzt ungefähr Bescheid, welche Ladesäulen für uns funktionieren. Also das wird dann hoffentlich nochmal besser werden. Vielleicht werde ich in irgendeinem Folgevideo nochmal kurz einen Satz dazu verlieren. Bis dahin sage ich mal danke fürs Zuschauen. Und bis später.